Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From Sheboygan, Wisconsin, it's live final round coverage of the season opening event, the Wisconsin Open. What a week and weekend this has been so far. Everything you want in a golf tournament. By nightfall, we will have our winner as you take a look at the current leaderboard on this Sunday afternoon. And we've got some drama brewing with a tie at the top at 11 under par. Meanwhile, our featured golfer still in it with a shot on this Sunday, beginning play just 3 shots off the lead. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal und wir spielen die Wisconsin Open auf Whistling Straits und zwar heute die 4. Runde, die finale Runde. Wir sind im Moment im Leaderboard auf Platz 4 auf dem geteilten 4. und wir schauen mal nochmal ganz kurz aufs Leaderboard. Mit minus 8 sind wir auf dem geteilten 4. zusammen mit Thomas Jennings. Und dann haben wir noch 3 Spieler im Moment vor uns. Minus 11 ist also im Moment das Ziel. Und die ersten sind unterwegs. Und wir sehen hier an der 6. Stelle einen Argentinier. Ich denke, das muss doch Argentinien sein, oder? Von der Flagge. Wenn ich mich täusche, dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar im Moment mit 6 unter Par an der 11. Interessant. So, das Wetter bzw. der Wind ist heute meines Wissens auch wieder relativ moderat. Nicht ganz so dramatisch wie am ersten Spieltag. Und somit sollte das doch heute wieder möglich sein, vielleicht an die Leistung des gestrigen Tages anzuknüpfen, um dann wieder eine schöne unter Par-Runde zu spielen. Ja, Freunde, es gibt Neuigkeiten und zwar von der realen PGA-Tour und von der LIV Golf, habe ich gerade gesehen. Aber dazu kommen wir dann später. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr interessante Neuigkeiten für die Zukunft. Ja, wir wollen loslegen. Finale Runde. Wir stehen an der 1, ein paar 4 mit 413 Yards. Und der Wind kommt diesmal leicht von hinten links. Das ist natürlich ein anderes Thema. Dann müssen wir hier ein bisschen, glaube ich, tiefer gehen, damit der Ball nicht so weit nach rechts oben geht. Aber dann würde er auf jeden Fall einen schönen Kick kriegen, hoffe ich doch. Jo, wir werden da vielleicht ein kleines bisschen dagegen arbeiten und natürlich auch hier wieder ein bisschen flacher, damit er mehr rollt. So, das soll sein. Wir steigen also ein. 4. Spieltag, Final Round, Wisconsin Open. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Jo, sehr gut, das passt. Der müsste da über die Ecke rüberrollen. Sehr schön. Sehr gut. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Hi Rich, it's great to be here. We are in for an adventurous ride today. The backdrop of blue Lake Michigan. But finding the short grass, the fairway, one of the hardest things to do around here. So we're off to a promising start. Ja, so die Fahne steckt heute wieder hinten. Komisch, also finde ich jetzt interessant. Ich glaube, die war auch den ersten beiden Tagen hinten gesteckt. Ist eigentlich untypisch. Aber nichtsdestoweniger müssen wir das soweit akzeptieren. Der Wind drückt den Ball nach rechts und dadurch müsste er eigentlich auch ein bisschen kürzer kommen. Und der Spin, ein 50er Wedge dürfte nicht allzu viel spinnen. Okay, wir schauen uns das Ganze, nee, so, stopp. Und so wollte ich mir das nochmal anschauen, okay. Ja, wir werden es versuchen. Ja, spinnt er. Wird er etwas spinnen? Naja, okay, er bleibt so praktisch im sofort liegen. Auch gut. Safely on the green and a birdie chance. Yep. Notabegay the third is down there. This for an opening birdie. And he is in an ideal spot, just below the hole. I don't see any movement at all.
Er sagt, er sieht fast keine Bewegung. Ich sehe sie allerdings. Wobei man wirklich sagen muss, es ist wenig, ein wenig. Am Anfang geht es ein bisschen nach links. Dann haben wir kurz eine Gegenbewegung. Also müssten wir doch ein kleines bisschen hier linke Lochkante. Und er müsste eigentlich ein bisschen flotter, weil es berghoch geht. Aber so gewaltig ist es doch nicht, oder? Komm, komm, komm! Oh yes! Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he'll move it to 1 under for his round. -9 for the tournament. Ready to tee off at this magnificent second hole. Frank, all I see are bunkers and water. Well, that's pretty much what everybody else is going to see as well. Ideally, hit it down the left, though, and then you don't have a blind second shot. Even though you can be on the fairway on the right side, well, you won't see the green. So, Freunde, ich nehme dieses Video auf heute am Dienstag und da steht in der Frankfurter Allgemeinen, aktualisiert am 6.6. um 17.08 Uhr, dass die PGA Tour und die LIV zukünftig gemeinsame Sache machen werden. Man hat sich wohl geeinigt, sämtliche Rechtsstreite sind wohl beigelegt und das wird höchstwahrscheinlich heißen, dass zukünftig wieder alle überall spielen können, beziehungsweise was es im Detail heißt, weiß man noch nicht, aber hier steht PGA Tour und DP World Tour, also praktisch die frühere European Tour, werden ein gemeinsames, gewinnorientiertes Unternehmen. Ja, es entsteht ein gemeinsames, gewinnorientiertes Unternehmen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten von einem Modell profitieren, das maximale Spannung und Wettbewerb unter den besten Spielern des Spiels bietet. Naja, gut, also wie gesagt, man hat sich hier geeinigt mit der LIV-Tour. Es wird wohl irgendwas alles zusammengelegt. Und da dürfen wir doch mal gespannt sein, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen dann tatsächlich gestaltet. Auf jeden Fall interessant und somit mit Sicherheit viele, viele Fragen bezüglich, dürfen die LIV-Tour-Spieler bei den Majors spielen, dürfen sie aber auf der PGA-Tour spielen oder bei der DP World und wie auch immer. Diese Themen sollten dann somit ad acta gelegt sein. Ja, spannend, interessant und brandaktuell. Diese News direkt hier von dem zweiten Abschlag Whistling Straits. 612 Par 5, das ist ordentlich, aber wir haben hier kräftigen Rückenwind. Wir haben ganz, ganz kräftigen Rückenwind und deswegen müssen wir schauen, dass wir den hier rechts oben reinspielen, denn er wird nach links runtergehen und da vorne hat es eine schöne, schöne Kuhle und ich hoffe mal, dass er da dann zum Liegen kommt. Aber ich bin mir sicher, wir können hier definitiv über 300 Yards schlagen. Und deswegen werden wir auch wieder ein bisschen low schlagen. Das passt soweit. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er schafft. 266 Yards haben wir. Carry. So, following the birdie at one, a solid drive here at the second. So, 321 Yards, das war ordentlich. Nochmal locker hier, 60 Yards fast im Roll. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. And it's a long and slender hole, very challenging, and being on the right-hand side makes it even more so. We're looking at a blind second shot, with that pop bunker just 35 yards short of the green, making it even more tough. Ja, das haben wir jetzt schon dreimal gehört. Das ist dieser Pot-Bunker und der ist wirklich ganz hässlich. Und wir müssen gucken, dass wir hier im Prinzip vorbeikommen, weil der Ball wird dann definitiv nach links rollen. Da vorne haben wir dann diesen Hügel, diesen roten. Aber auf dem Grün wird er natürlich nicht langsamer, sondern schneller fast, denn es geht ja dann bergab links runter. Also müssen wir uns jetzt gut überlegen, ob wir das Ganze wirklich mit dem Holz schlagen oder doch lieber mit dem Hybrid und den dann so reinrollen lassen. Also in der Hoffnung, dass er aufs Grün rollt, damit wir putten können. Das wäre natürlich gut. Ja, was er auf keinen Fall machen sollte, ist natürlich in den Pottbunker. So. Vielleicht ein kleines bisschen androhen. Okay. Bisschen flach. Ja, ein bisschen doch links. Okay, der sollte definitiv am Bunker vorbeigehen. Und jetzt hoffentlich ein bisschen reinspringen. Ah, bleibt zu weit rechts.
Da hätten wir ein bisschen mutiger nach links spielen sollen. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5, Frank. Got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ein Pitch. Und das geht da in den Hang. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Da wäre ich jetzt fast wieder eher geneigt, einen Lobshot zu machen, damit er schnell zum Liegen kommt. Der Pitch wird nämlich rollen. Und es ist halt hier ein Hang. Okay. High Flop. Und der normale Flop. Der müsste eigentlich präziser sein, da wir ja hier den auf Gold haben. So, er wird definitiv ein bisschen hinrollen. Okay. Und er geht ein bisschen mehr rechts, als ich dachte. Ja, und ist kürzer auch, als ich dachte. Okay. Jetzt schauen wir mal. Seven-footer for birdie. Ein bisschen bergauf, über links. Also wenn wir linke Lochkante machen, dann müsste er doch auf jeden Fall brechen, dass er nicht drüber läuft. Was wir ja schon einige Male hatten. Ja, es ist halt auch keine lange Distanz, aber es müsste doch so passen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Yes, can't ask for a better start to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. And he gets it to 2 under for his round. 11 under now for the tournament. Well, here we are at the 188-yard par 3 third. And we'll say this a lot. This is vintage Pete Dye. It's all about the visual intimidation. You start to look around, you become terrified because there's Lake Michigan on the left. Deep bunkers and dunes on the left. So obviously, you want to favor that right side of that enormous green. So, also den Ball müssen wir definitiv reindrawn. Weil auch hier haben wir ja, wie gesagt, das Thema mit diesen Hügeln hier, die uns dann auf jeden Fall den Ball bös nach links jagen. Natürlich wieder mal ganz weit unten. Aber ich überlege jetzt gerade, Eisen 7 wird relativ schnell zum Liegen kommen. Aber wir haben den Rückenwind. Wir haben den Rückenwind. Wenn er über die Kuppe kommt, dann rollt er runter. Ja, ich überlege jetzt gerade wirklich. Reicht uns das? Aha. Mit einem leichten Draw und dann doch das Eisen 6. Er müsste halt einfach nur aufkommen und dann runterrollen. Das wäre eigentlich gut. So, wir werden ihn ein bisschen drawen. Ja, ein bisschen noch mehr links, ein bisschen drawn und ein bisschen hoch anspielen. Den Draw nimmt er an, die Richtung ist nicht verkehrt, aber er ist lang. Er ist lang und wird vermutlich im Bunker landen. Ah, da war jetzt dann doch sehr, sehr lang. That did not make a good sound coming off the face and that'll be trouble over there. So, dann schauen wir mal. Ach du Schande. Ja gut, also in echt ist das ja ein furchtbarer Stand. Der steht ja im Bunker. 93, 97, wir müssen jetzt definitiv pitchen. Okay. Über rechts pitchen. 19, wir gehen auf 13, weil er sollte definitiv nicht zu lang sein. Aber das Raff wird ihn natürlich bremsen. Ach du Schande, guck's dir an. Also den Stand und den Schlag möchte man nicht machen hier. Da voll auf dem rechten Bein stehend und dann auch noch praktisch unter dem Ball stehend. Das heißt, der müsste eigentlich tendenziell viel stärker nach links fliegen. Also der müsste doch viel stärker nach links fliegen. Naja gut, also 13. Ja gut, wenn der aufkommt, dann rollt er sowieso eher nach rechts. Gute Frage. Gute Frage.
Noch ein bisschen kürzer. Okay. Ja, geht nach rechts. Okay, bleib liegen. Er geht natürlich nach links. Meine berühmte Rechts-Links-Schwäche. Ich merke das dann auch immer, wenn ich die Videos dann später anschaue. Das war natürlich nach links. So, wir schauen nochmal. Es geht bergauf. 2 Inches. Okay. Das ist nicht viel Break. Oh, der läuft drüber. Aber das hat mich jetzt schon wieder ein bisschen irritiert. Ich meine, wir haben linke Lochkante und im Prinzip ist er völlig gerade gelaufen. Also hat fast keine Kurve gemacht. Schon erstaunlich. Okay. Aber sei es drum, dieses Spiel. Und damit meine ich Golf allgemein. Lehrt uns Demut und Geduld. Das ist wichtig. Immer schön geduldig sein, dann ergeben sich auch wieder die Chancen. It's a shade under 500 yards and it is the hardest hole on the golf course. Why? Well, Pete Dye's playing mind games. Yet again, he's trying to get you to avoid those mounds on the right side. You do, and what happens is so many tee shots go toward those left bunkers and the dunes that fall dangerously toward Lake Michigan. Again, mind games from the mastermind, Pete Dye. So, wir haben wieder Rückenwind. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal kurz aufs Leaderboard, denn jetzt sind eigentlich alle unterwegs. Und wir sind vermutlich im dritten Flight oder im zweiten Flight, denn wir sind im dritten Flight, weil das sind welche an der Bahn 2 und wir haben ja die Bahn 3 gerade gespielt. Okay, nur damit wir ungefähr wissen, wo wir stehen. Minus 1, die anderen, die unterwegs sind vor uns, haben alle erstmal Even. Okay, und Tarella, minus 6 an der 14. Okay. So, also Par 4, 496 Yards und wir haben ziemlichen Rückenwind und diesmal besteht wirklich die Gefahr, und ich sag's jetzt wirklich bewusst so, dass der Ball hier links runterrollen wird. Und da müssen wir natürlich schauen, dass er eigentlich hier drin bleiben muss auf der rechten Seite. Gut, deswegen werden wir jetzt mit einem kleinen Fade den gegen die Wand drücken, in Anführungszeichen. So, weil der wird mit Sicherheit rollen. Ja, und dann rollt er jetzt hier hoch. Und jetzt ist die Frage, ob er jetzt hier die Speed mitnimmt. So, und dass er aber dann nicht ganz runterrollt, das wäre gut. 318 Yards, 179, das müsste ein Eisen 6 sein. Eisen 6, Eisen 7, Eisen 7. And we go to Iona Stephen. On the fourth here at Whistling Straits, it's challenging enough. You just have to find the fairway. That's what we've done here. So, still a chance of making a par or better. Okay. Ah, der Wind ist gefährlich. Der Wind ist gefährlich. Der Wind ist gefährlich, aber wenn wir ihn höher anspielen, müsste er doch auch ein bisschen flotter zum Liegen kommen. Ja, ich will aber nicht, dass er zu weit nach links fliegt. Okay. Eisen 7. Ja, doch deutlich zu lang. Okay. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Got to at least try to cozy it in that 3-foot circle. This for birdie. Okay, es geht 4 Inches bergab. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall kürzer bleiben. Das Ganze bricht hauptsächlich nach links und vorne wieder in die andere Richtung. Das heißt, das ist überwiegend so ein Double. Rechts, links. Also zuerst muss er auf jeden Fall weiter rechts, damit er wieder zurückkommt. Okay.
und unten geht er dann wieder ein bisschen nach rechts, aber trotzdem etwas mehr. Ja, ein bisschen zu vorsichtig, aber okay. Sehr schön. So, vorsichtig gucken. Es bricht nach rechts. Nicht, dass uns der wieder irgendwie abhaut. Aber ist ja ein Tab-In. Das okay, sollte also ohne Probleme drin sein. Zum ersten Paar. And he'll remain three shots off the pace. Start to make our way inland now at the par 5 fifth. It is a shade more than 600 yards. All you want, you're going to need plenty of firepower to get home into, that's for sure. Water left, water right. You want to stay down that left side of the fairway. You'd be happy to walk away with a 5 here. Jo, die Wisconsin Open ist ja eins von 7 Turnieren, die wir spielen sollten, um uns qualifizieren zu können. Denn wir bekommen ja jetzt bei den Turnieren, gibt es Punkte. Hier sind 144 Spieler am Start und man bekommt als Sieger 500 Tourpunkte in Anführungszeichen oder Ranglistenpunkte. Und wir müssen uns dann eben hocharbeiten, weil für die letzten 3 Spieltage auf der Korn Ferry Tour die Finals nur noch 75 Spieler dann zugelassen sind. Und da müssen wir natürlich eben schauen, dass wir Punkte machen. Und die ersten 6 Turniere gibt es 500 Punkte. Und bei dem 7., dem letzten vor den Finals, gibt es 600 Punkte. Hat man also nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Also das so ein bisschen der Hintergrund. So funktioniert eben hier die Saison. Wir können natürlich die einzelnen Turniere gewinnen. Aber im Endeffekt versuchen wir natürlich auch eine super Platzierung hinzukriegen, um Punkte zu erarbeiten, um uns in der Rangliste auf die entsprechende Position zu bringen. Und das muss auf jeden Fall, ja, unter den Top 75 sein. So, wieder etwas kürzer, ein bisschen low, damit er ein bisschen mehr rollt. So. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen weit links. Okay, that's going to be safely in the fairway, and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. Going to take a big poke to get there, but a chance with his second to the par 5. Ja. Jetzt haben wir Gegenwind, aber das Holz macht uns eigentlich normalerweise keine Sorgen. Und das heißt, es müsste auch von der Länge ohne Probleme passen. Vielleicht noch ein bisschen mehr links. Ja, und jetzt ein bisschen schön ausrollen. Danke. Wunderbar. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. So, wieder ein bisschen aufpassen. Das ist ein Pitch. Und der Pitch, okay. Die Fahne steckt kurz. Okay, 49. 43, 42. Ja, da kommt im Vorgrün auf. Okay. Wenn der Wind da überhaupt eine Rolle spielt. Ja, komm, spring rein. Ja, gerade so. Da hätte man ein bisschen mehr geben können. Okay, sensible play right there, and that one on deck. Okay. So, das geht wieder ein bisschen hoch. Also brauchen wir etwas mehr Speed. Ansonsten ist es jetzt so, dass wir nur am Anfang einen Break haben und da geht er ja normalerweise durch. Wenn wir ihm Gas geben, also so vielleicht. Ah, okay. Ein bisschen mehr Richtung linke Lochkante. Ah, der geht rechts vorbei. Ah. That's gonna scoot a foot or two by.
Ja, spannend, dass er jetzt doch das Break so angenommen hat, aber es kann auch sein natürlich, dass wir nicht gut geputtet haben und deswegen will ich auch schauen, dass ich möglichst schnell wieder Skill Points bekomme, um uns im Putting zu verbessern, damit eben keine so, ich sage mal, schlechten Putts entstehen, weil das kann natürlich schon sein, dass er eben dann auch vom Schläger gleich ein bisschen weggegangen ist. Schade, war eigentlich auch wieder eine gute Möglichkeit, hier ein Birdie zu spielen. So, aber jetzt konzentrieren wir uns natürlich auf das Paar. Gut. That one finished off. It is a par here at 5. And it'll stay at minus 9. So, wir haben minus 9, also 1 unter Par. Und damit sind wir wieder Vierter. On to the 6th now. Not overly long at 409 yards. You can see by the flyover, bunkers are seemingly everywhere. It might sound like a bit of a broken record, but finding the fairway here is crucial, as it should set up just a wedge in with a downhill approach. So, die Fahne steckt wieder interessant, aber nicht ganz hinten. Wir haben Gegenwind, das heißt, wir werden da sowieso nicht groß reinkommen. Also hier rein, flach, mit einem leichten Fade, damit er dann ein bisschen runterrollt. Okay. Oha, der ist aber sehr weit rechts. Naja, gut, Glück gehabt, der springt, der bounced nach links. Safely in the fairway, and that's where you need to play from if you're gonna make a final round surge. Yo. From the fairway, Noda, this is second. 117 yards left to the hole, pin sitting on the right. Okay. Mit dem 50er, wir haben aber Gegenwind. Und der müsste doch eigentlich ziehen. Oh ja, okay. Dem 50er und dem Schlag dürfte er eigentlich nicht viel Spin drauf bekommen. Also Backspin, dass er wirklich zurückzieht, sondern er müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Und er wird definitiv auch ein bisschen verlieren durch den Gegenwind. Das müsste doch eigentlich so passen. Ja, aber jetzt gucke ich gerade noch mal, wo wir ihn eigentlich zum Liegen bringen wollten. Ja gut, rechts ist halt schon ein bisschen enger. Also wenn er zu weit rechts rübergetragen wird, ja gut, er wird auch ein bisschen, wenn er dort landet, ein bisschen nach rechts springen. Und wenn er wirklich Spin hat, dann zieht es ihn auf jeden Fall rechts runter. Okay. Okay. Ja, der ist zu kurz. Und jetzt bitte nicht spinnen. Okay, doch ein bisschen. Aber er liegt auf dem Grün und das ist nicht mal so eine schlechte Position. Okay, ich nehme es zurück. Oh ja, ich nehme es zurück. Ja, das ist schon ordentlich. So, dann gehen wir mal hierher. Yep, 8. So, es geht ganz schön hoch. Es geht erstmal über links und dann zieht er unheimlich nach rechts rüber. Gut, wenn wir den hier gerade hochpatten. Ja, ich überlege jetzt gerade, den hier direkt hochpatten und ein bisschen mehr nach links laufen lassen. Und dann wird er da oben schon auf dem letzten Drittel nach rechts. Natürlich gerade wieder umgekehrt. Er wird natürlich nach links laufen von rechts. Ja, ihr drückt es erstmal nach rechts ein bisschen hoch. Und dann auf der Hälfte geht's los, dass es ihn nach links drückt. Okay. Komm rüber. Ah, ist zu viel. No. Schade, war ein guter Putt. So, immer ein bisschen vorsichtig. Safely in for par here at the sixth. And
he'll stay a couple of shots off the lead. So, das nächste Par 3 wird jetzt auch wieder richtig cool. You can only gaze at that water for so long, then you have to get back to the task at hand, and it is a tough one. Das ist auf jeden Fall tough. Aber die Fahne steckt, man kann fast sagen, Mitte grün, also das ist soweit okay. Wir haben Gegenwind, auch das ist okay, das hilft uns, aber deswegen nehmen wir trotzdem ein Eisen. Ja, weil das Hybrid hat ja überhaupt gar keinen Spin im Prinzip. Das Eisen ist natürlich jetzt hier ein bisschen kurz, habe ich so den Eindruck. Ja. Das Eisen könnte etwas kurz sein, weil wir ja Gegenwind haben. Aber auf der anderen Seite wird er ja kaum zum Liegen kommen, sondern laufen. Okay, wenn wir den ein bisschen reinfaden. Ein kleines bisschen reinfaden. Könnte er hier über die Kurve gehen. Okay, und jetzt vielleicht doch ein bisschen flacher. Ja, der startet mir zu weit links. Der startet zu weit links, kriegt aber mit Sicherheit den Kick rein. Okay. Okay. Also alles in allem ein guter Schlag, dass er Mitte grün mehr oder weniger liegt. Somit nichts kaputt. Jo. Birdie putt coming up and we go to Iona Steven. This will pick up pace as it goes down this slope, but more importantly, it's going to work its way from left to right. So, das geht bergab. Okay. Es geht kräftig bergab. Gefühlt zumindest. Und das Break ist am Anfang ganz, ganz kräftig. Und wir wollen definitiv nicht, dass er rechts am Stock vorbeiläuft. Ja, da vorne wird es zwar ein bisschen weniger, aber dadurch, dass er langsamer wird, geht es nach rechts. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen auch eine Gefühlssache, dass man so ein bisschen sich den Bogen vorstellen muss, der natürlich am Anfang vom Radius weniger ist und vorne, je langsamer der Ball wird, dann natürlich stärker wird. Ja, der geht sofort rechts weg. So, okay. Ja, Tempo wäre soweit okay gewesen. So. Ja, 5 Fuß. Level. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he's gonna stay 2 back. Ja, wir hatten einen sehr guten Start mit 2 Birdies und dann hat uns dann doch das Bogey ein bisschen ausgebremst. Over 100 bunkers, the 8th testing every golfer's nerves. Imperative to favor the left side to avoid a severe drop off to Lake Michigan and dunes and bunkers on the right. Ja, Dünen und Bunker haben wir jede Menge, gar keine Frage hier. Das ist ein richtig schöner Dünenkurs. Und man muss auch ganz klar sagen, also das ist nichts für Anfänger. Also man sieht es ja auch hier, jetzt können wir uns nochmal das Ganze von oben anschauen. Aber hier gibt es schon viele, viele Spielbahnen, wo man einfach den Ball und auch besonders bei dem Par 3 gerade eben, den muss man dann einfach in die Luft bringen. Hier gibt es keine so großen Auslaufzonen, wo man sagt, okay, wenn der mal ein bisschen abdriftet oder man eben deutlich zu kurz ist oder einen Flyer oder sowas hat, ja, dann hat man sofort, ist man in der Bredouille. Also das ist schon ein Platz, da muss man schon ein bisschen Golf spielen können und wirklich eben seine Eisen auch in die Luft bringen. Man sieht es, wie gesagt, hier, dass dann doch zwischen den Abschlägen ja keine Flächen groß sind. Und wer da einfach mal einen Ball ja toppt und nicht in die Luft bringt, ja, dann ist er halt weg. Ne? Aber das werden wir hier auf jeden Fall zu verhindern wissen, hoffe ich doch.
auch wenn wir jetzt diesmal eben keinen Rückenwind haben, sondern deutlich Gegenwind. Das wird den Ball deutlich kürzer lassen und das ist ein ganz schönes Stück bis darunter. Also müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Okay, der Ball drückt nach. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall den Fade spielen. Den flachen Fade, damit er hoffentlich dann da ein bisschen runterläuft. Yep. Und dann nimmt er noch ein bisschen Rollen mit. Komm in die Kuhle. Okay. 208 Yards. Das müsste ein Eisen 4 sein. Oder? This is where club yep. selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ein Eisen 4. Zum Glück ist die Fahne in Anführungszeichen kurz. Ja, vorhin ist er da unten aufgekommen, aber diesmal sind wir auch. Haben wir Gegenwind. Was spricht er? Der Wind drückt den doch nach rechts. Boah. Wie kurz wird er werden und wie weit wird er rollen? Ja, gehen wir mal davon aus, dass er locker 10 Yards kürzer ist. Okay. Okay. Ja, trotzdem. Und wir werden den ein bisschen höher anspielen, damit er vielleicht nochmal 2-3 Yards weniger macht. Und wir gehen ein bisschen mehr über links. Okay. Ja, er ist schon wieder zu lang im Flug. Und jetzt bitte bleib oben, nicht die Welle runter. Okay, 39 Fuß. Da müssen wir mal schauen, ob man da... Ja, das ist wieder ein Monsterputt. This putt right to left, and it's from distance, so this one not just about speed, but line as well. 10 inches. Okay, und das natürlich dann über die rechte Seite. Okay, er wird lange geradeaus laufen und dann da vorne erst richtig brechen. Wenn er langsamer wird. So. Ja, im Gegensatz zum vorigen Putt wird er erstmal, denke ich, gerade laufen und dann wird er hier ab der Mitte anfangen, nach links rüber zu drücken und dann wird er langsam und dann wird es schon mehr. Ja, der ist auch wieder zu kurz, oder? Ja, klar, ein bisschen mehr Gas. Ja, man kann nicht sagen, dass wir heute aggressiv spielen. Wir spielen schon sehr vorsichtig und wirklich möglichst an den Stock. Okay, back in for par here at the eighth. And he'll stay. So, wo stehen wir jetzt? Und was machen die anderen? Minus 12, minus 10, minus 9. Also es ist jetzt nicht so, dass sie uns davonlaufen. Whistling Straits with a 442-yard par 4. This one plays a little bit downhill in the fairway and everything slopes towards the right. So you got to be aware of that and just aim that tee shot a little further left than you'd think you would. Ja, wunderschönes Paar 9 hier. Da hinten sieht man die 18 und da sieht man auch, dass der Stock praktisch Mitte grün steckt. Das wissen wir jetzt schon. Wir schauen mal aufs Leaderboard, denn das ist die letzte Bahn. Also wie gesagt, wir haben gut angefangen, gleich mit 2 Birdies. Das hat natürlich erstmal Selbstvertrauen gegeben, aber dann doch die Annäherung hier an der 3 hat uns ein bisschen ja, nach hinten geworfen. Dann haben wir aber solide gespielt, kein weiteres Bogey und jetzt sind wir an der 9. Und das Leaderboard sieht so aus, dass wir im Moment geteilter Dritter sind. Geteilter Dritter mit minus 9, minus 10, minus 12. Aber wir sehen, dass die zwei Jungs, die da vorne sind, jetzt auch nicht gerade sich mit Ruhm bekleckern. Minus 1 beziehungsweise even par. Also das heißt, da ist noch, dass diese noch in Schlagdistanz. Da kann auf den zweiten 9 noch mit Sicherheit einiges passieren.
Während wir hier sehen, Cavallo ist an der 14, minus 6. Wo ist denn der Kollege Tarella? Er kam ins Clubhaus mit der minus 5. Okay, da war er ja so gut drauf. Hat jetzt also minus 5, die 67. Das ist das beste Ergebnis erstmal im Clubhaus. Okay, sehr schön. Jupp. Dann schauen wir mal. Also Wind geht nach links. Der Wind geht nach links. Also hauen wir den hier rein. Und dann sollte das doch eigentlich passen. Da es ja bergab geht, müssen wir auf jeden Fall flach spielen, beziehungsweise etwas flacher. Oh, der zieht aber gleich nach links. Oh ja, zum Glück haben wir relativ weit rechts angehalten. Ja, wird im First Cut zum Liegen kommen, aber das ist nicht ganz so dramatisch. 169, Eisen 7. Still lying okay. So now from just into that first cut, he'll ready his approach to this par 4. Ja, seitwärts Wind. Ah ja, okay. Approach, wir nehmen Finesse, Eisen 7. Ja, okay, der Wind ist schon deutlich. Der Wind ist schon deutlich. Ja, nicht so weit links. Wir wollen auf jeden Fall rechts vom Stock zum Liegen kommen. Aber jetzt ist halt die Frage, die Länge. Bergab ist er etwas länger. Der Wind drückt den aber nach links. Dadurch müsste er doch eigentlich etwas kürzer bleiben. Siebener bleibt prinzipiell, wird nur ein paar Meter rollen. Und es geht ein bisschen nach links da unten. Dann sollte es doch so eigentlich funktionieren. Okay. Ja, geht Richtung Stock. Er geht Richtung Stock. Und bleibt doch hoffentlich... Ah! Komm, bleib liegen. Okay. Ja, dann doch zu weit nach links. Der war gut, aber hätte weiter rechts starten müssen. Den Chip will er spielen. Den Chip. Vorhin war er deutlich zu kurz. Runner, den Pitch. Jetzt ist wieder guter Rat teuer. 9. Okay. Er geht ein bisschen nach links. Okay, ein bisschen hoch anspielen. Er läuft nicht hin. Zu wenig. Okay. Nochmal, wie man so schön sagt, ein Wadenbeißer, weil da haben wir einen Break. Es geht zum Glück etwas bergauf. Ein Wadenbeißer, aber der muss brechen. Muss brechen und bitte nicht über die Kante rollen. Sehr schön. Putt there for his par here at the ninth. And this will be a one under front side as he goes out in 35. So we begin this backside with the par 4 10th. It's 391 yards. This one's all about positioning. You want to try to keep it down the left side of the fairway because there's that deep bunker on the right. That's a 240-yard carry. That's a pretty good poke.
So, wie immer waren das die Frontline Final Days bei den Wisconsin Open. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefällt, was wir hier so tun mit Golf und den, ich sage mal, auch Hintergrund- und Randinformationen, dann würde ich mich doch über ein Däumchen freuen. Noch schöner wäre natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst und zukünftig keine Folgen mehr hier bei mir auf dem Kanal verpasst. Ja, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen unterhalten. Ein bisschen Spannung haben wir. Wir sind an vierter Stelle, sehen wir hier rechts oben, mit 1 unter Paar. Und jetzt an der 9 haben wir dann doch noch ein bisschen kämpfen müssen. Ein gutes Up and Down gehabt, finde ich. Und das macht Hoffnung für die Back 9, für die zweiten 9. Wir werden sehen, wo wir dann am Ende liegen. Schön, wenn ihr da mit dabei wärt. Ich würde mich freuen und wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel und bis bald. Dankeschön.